So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Bros. Wonder. Wir sind letztes Mal hier am Schloss angekommen in Welt 2 und werden das jetzt natürlich erledigen. Und ja, wir sind mittlerweile längst im Bereich, wo es wirklich für mich alles blind ist. Also, hiervon weiß ich schon lange nichts mehr. Ich denke, das merkt man auch. Ist das unheimlich hier? Okay, Pflanzen. Mehr Pflanzen. Röhren, die runtergehen. Ein Pilz, Feuerbälle, okay. Bruder, ja, Bumerang-Bruder tatsächlich. Aua, okay, gut, dann hat es den jetzt auch entfernt. Okay. Ich muss alle Röhren auswählen. Bei so vielen Röhren muss ich alles aus... LOL! Hä? Wenn da eine Röhre hochkommt, kommt die doch garantiert nicht aus Spaß hoch. Aber ich komme in die nicht... Ich komme in die nicht rein. Ne, bin ich... Kann ich... Muss ich da schnell genug rein? Oder wie funktioniert die Röhre? Die geht halt sofort wieder rein, wenn ich weggehe. Soll ich in die reinkommen? Rechts? Also soll ich schnell genug... Warte! Kann ich jetzt die verschieben? Nee. Nee. Okay, keine Ahnung. Wenn mir am Ende was fehlt, wissen wir, wo es ist. Bruder. Bisher habe ich nur einen. Nee, okay, die fährt auch einfach nur hoch. Oh, Blubberblume. Da hat mir Stevie geschrieben, dass die ja auch nur in SMB-Hacks vorgekommen ist bisher, die Blubberblume. Also scheinbar hat sich Nintendo bei Wonders ein bisschen von Hacks ins Büro. Oh mein Gott, wie komme ich denn jetzt da ran? Ach, ich kann die hochschieben. Lol. Das ist ja lustig. Okay. Oh Leute, jetzt bin ich der Kollege wieder. Ach du grüne Neune. Oh Gott. Das jetzt in dem Schlosslevel ist natürlich auch interessant. Weg. Okay, okay. Hilfe. Ganz viel Feuerbälle. Da ist ein Dings, da will ich rein. Aha. Das war der zweite tatsächlich erst. Okay, cool. Hallo, lol. Hinter dem zweiten kommt direkt der dritte. So ganz ohne... Da haben sie einfach gar... Da haben sie wahrscheinlich gemerkt, yo, wir haben noch gar keine Münzen wieder gesetzt. Ja, lass doch einfach gleich zwei hintereinander setzen. Anders kann man sich sowas halt auch nicht erklären, ne? Oh Gott. Hilfe. Geh weg. Das war nicht so gut. Nein! Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht... Nein, da... Nee, alles gut. Hier ist er, hier ist er. Oh Gott sei Dank. Ich hatte schon Bedenken, dass es nichts wird. Okay, dann haben wir es geschafft. Ab zum Bossy.
Mal gucken, ob der so spannend ist wie der erste. Wow. Guck mal, ich habe dir Seifenblasen mitgebracht. Hey, ihr seid das ja, wer denn sonst? Seid den ganzen Weg hier hochgeklettert, nur mit mir zu spielen, ja? Wenn ihr unbedingt spielen wollt, dann spiele ich eben mit euch. Mit Wunderkraft kann ich total heftige Sachen machen. Na, dann zeig mal. Ja, wo ist jetzt deine Wunderkraft? Er kann Plattformen bewegen, wow. Ach so, jetzt kommt erst wieder die Wunderkraft. Alles klar. Und was machst du jetzt? Er kann die Plattformen zu Eis machen. Crazy. Crazy Bowser, crazy. Das ist, wow. Bin richtig begeistert. Und er kann sie, keine Ahnung, was es jetzt ist, ein bisschen klebrig machen. Soll das Honig sein? Keine Ahnung. Okay. Alter! Und was machst du jetzt? Jetzt sind sie wieder Eis. Okay. Ja. Oh. Ach komm, jetzt hat er mich sogar mal getroffen. So. Das war's dann wohl. Also, bisher jetzt nicht sonderlich spannend, die Bosskämpfe, aber es ist, wie gesagt, es ist ein Mario-Spiel. Man erwartet keine spannenden Bosskämpfe. Alles gut. Ansonsten ist das Spiel echt großartig. Bisher. Keine Ahnung, wie es noch wird, aber bisher ist es echt großartig. Königssammel erhalten. Let's go. Wir gucken wieder zu, wie das Schloss toll wird. Was? Mario und der Prinz können aufatmen. Der Königssamen des Wölkchengebirges gehört nun ihnen. Doch der Weg vor ihnen ist sogar noch gefährlich und ihr Abenteuer wird immer schwieriger. Werden sie meistern, was vor ihnen liegt? Der kluge Einsatz ihrer Abzeichen könnte der Schlüssel sein. Let's go! Okay, ja, wir haben verstanden, dass das Echo im Gebirge ist. Wir haben das schon verstanden. Zack. Haben wir damit alles in Welt 2? Oder kommt jetzt noch eine Information? Yes! Diesmal haben wir gleich alles in Welt 2 abgeschlossen. Sehr schön, so muss das sein. Lass uns eine Propellerblüte nehmen, um zu den Blüteninseln zurückzukehren. Ja, machen wir. Abflug. Hui. Ja, jetzt lande ich hier. Und jetzt geht's dann da nach links wahrscheinlich. Nach rechts natürlich meine ich weiter. Vertreibe eine der Piranha-Wolken, die Bowser beschützen. Vor allem, Bowser ist halt auch wieder selten dämlich, dass er es einfach zulässt. Na, aber was willst du machen? Toll, es hat funktioniert. Ich danke dir für all deine Hilfe. Am besten machen wir gleich weiter. Aber wo? Ah, ich weiß. Die Güldenfälle. Ganz oben am Wasserfall soll es einen Königssamen geben. Beginnen wir unsere Reise, indem wir nach Osten zu den Güldenfällen gehen. Okay. Dann kommen jetzt wohl erstmal wieder hier ein paar kleine Level. Direkt zum Level, was? Ja, das weiß ich doch. Ja, das weiß ich doch. Okay. Danke für die Info. Oh, da ist wieder Entwicklerrennen. Nice.
Und hier gibt es ein Abzeichen. Delfinabzeichen. Oh. Delfinkick 2. Okay, let's go. Da wird mir gleich wieder der Finger wehtun. In der Hoffnung, dass es nicht wieder irgendein Wettrennen ist. Von Wettrennen habe ich eigentlich genug beim Delfin. Aber zumindest hauen schon mal keine Münzen vor mir ab. Ja, das ist doch schon mal was. Okay, wie komme ich da ran? Ach so. Gut. Okay. Ah, okay. Nice. Nicht so nice. Okay, ich muss einmal außen rum. Sonst werde ich zerquetscht. Verstanden. Hier wird aber auch jeder Millimeter gespeichert. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Ich glaube, schlimmer hätte man nicht zerquetscht werden können. Also ich glaube wirklich noch schlimmer hätte es mich nicht erwischen können. Okay. Gut, ich muss auf die Blöcke aufpassen. Ich darf nicht ungeduldig sein. Wo ist jetzt hin? Nein! Oh mein Gott, ich... Oh Gott, okay. Ich muss böse aufpassen, wo ich hin muss und wo nicht. Ja, wenn ich aber hier eh zerquetscht werde, versuche... Nein! Das hat niemand gesehen. okay, wo ist jetzt die Münze? Ist ja auch noch ein B. Ah, scheiße. Ich muss groß sein, okay. Aber das war ja gerade witzig. Einfach reingeglitscht. Oh, 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 oh. Ah, was tue ich? So, stopp. Und jetzt los. Sehr gut. Okay, wir wollen natürlich die Röhre oben mitnehmen, weil hundertprozentig ist die obere Röhre eine Special-Röhre. So. Ah, das ist die einzige Möglichkeit, an die goldene Flagge zu kommen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Sehr schön. Prima. Bye bye. Bye bye. Okay, dann, wir haben ja schon gesagt, nein, dies ist nicht, ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, beim Wigglerrennen bietet sich bestimmt das Abzeichen an mit dem Rennen. Welches war das denn? Genau, der Chat-Antrieb. Da bin ich jetzt gespannt, ob das hier Sinn ergibt, den Chat-Antrieb zu nutzen. Alter. Let's go. Oh. Oh, unter... Oh, Wasser. Delfin wäre viel besser gewesen. Nein, ich habe nicht mit Wasser gerechnet. Jetzt nützt mir... Ja, okay. Jetzt nützt mir der Delfin natürlich gar nichts. Andersrum. Okay, Wickler dreht eine extra Runde. Ja, okay. Ich brauche den Delfin für das Rennen. Eigentlich kann ich aufhören. Ja, außer... Okay, außer es gibt noch viel Außenrennen. Wenn es so wie hier Außenzeug gibt, dann kann ich da immer wieder aufholen.
Ja, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Solange es den Außenteil gibt. Solange es den Außenteil gibt. Okay. Dann muss ich hoffen, dass es genug Außenzeug gibt. Und mir das nicht am Ende, ne, das Genick bricht, dass ich hier langsam werde. Aber ich bin halt hier brutal langsam. Da unten kommt er. Okay, aber jetzt bin ich wieder schnell. Ja, easy. Okay, doch, doch, doch. Die Chat-Schuhe sind cool für den Wickler. Die Chat-Schuhe sind super cool für den Wickler. Nice, nice. Easy. Aber wäre natürlich mit Delfinen noch sinnvoller gewesen. Aber wusste ich nicht. Okay. Da drüben ist schon der nächste Weg nach oben. Also nur noch ein paar Level, dann sind wir schon in der nächsten Welt. Wickler hat's echt drauf. Ne, wir auch. So, was haben wir hier? Wusstest du? Weiß ich nicht. Ja, wusste ich. Danke. 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 Schlechtwetterfront mit Sturzregen. Oha, okay. 3 Sterne. Nein, ich hab den Dings noch drin. Das ist jetzt natürlich schlecht. Jetzt müssen wir einmal im Chat-Modus hier spielen. Weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Aber wir können es ja mal probieren. Yo, da ist einfach die erste Münze. Sehr gut. Da ist einfach direkt die zweite Münze wieder. Gleich nach der ersten. Wie komme ich da jetzt ran? Ah, von unten, ne? Ja, einfach reinschwimmen hier. Ja, geil, da brauche ich... Oh, da brauche ich halt safe den... Warte, oder ein Item. Geht's mit einem Item? Es geht mit einem Item, let's go. Hallo. Gut geschwimmen. Ja, schwimmen ist auch gerade eher so, eher renne ich gerade mehr, als dass ich schwimme. Aber man kann es tatsächlich mit dem Item schaffen, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht erwartet. Die Frage ist halt, wie lange das noch gut geht, ne? Okay, warte, kann ich da rein? Oder will ich da rein? Aua. Wo geht die denn jetzt hin? Jetzt geht die hier rüber. Nein! Das ist bestimmt der Samen. Wir sind leben. Okay, nein. Hier scheint es weiter zu gehen. Dann gehen wir unten in die Röhre rein. Scheiße. Okay, ich muss warten, bis ich hinschwimmen kann. Oder wie sehe ich das? Okay, let's go. Mann! Okay, let's go. Ja. Ja, okay. Ich liebe Münzen. Okay. So, ich bin mit dem Rennen noch nicht so ganz... Noch nicht so ganz überzeugt, dass das die beste Idee ist. Aber es funktioniert noch. Solange es funktioniert, okay. Oh, da oben ist der Samen. Let's go. Oh, wir. Okay. Da ist sogar das Rennen jetzt auch egal, weil wir jetzt einfach nur hier wieder durch die Gegend schweben. Oh mein Gott! Alter, der Blitz trifft mich, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, also der zeigt mir vorher an, wo ich nicht hin darf und dann knallt der voll rein. Ja, ich verstehe.
Okay, aber jetzt ist es ja wahrscheinlich egal, ne? Ja, mit dem Stern kann ich überall durch. Noch ein Stern. Gerade so erwischt. Sehr gut. Noch ein Stern. Ja, okay, mit Stern ist es natürlich simpel. Noch ein Stern. Okay. Weiß jetzt nicht, warum man hier so einfach die Sterne bekommt, weil damit ist es halt eigentlich fast zu einfach, aber mir soll es recht sein. Jetzt ist nur die Frage, ob ich mit dem Rennmodus, ob ich in dem Rennmodus auch am Ende ins Ziel komme. Also in die okay, da ist die Fahne. Ja, müsste schon hinhauen, ne? Ja, okay. Puh. Aber jetzt ganz schnell Abzeichen wechseln, dass ich nicht nochmal im Chat-Modus ins Level gehe. Ja. Nice. Nice, nice, nice. Thank you. You're welcome. Gut, machen wir das Piranha-Level noch. Ach, ist gar kein Level, ist einfach nur der Durchgang. Ja, moin. Güldenfälle, let's go. Es scheint sich Besuch eingefunden zu haben. Ich sollte sie begrüßen. Fump. Okay, das sieht super cool aus. So ein bisschen blockartig, so Minecraft irgendwie, ne? Das hier sind die Güldenfälle. Ich habe einmal gehört, dass es ganz oben am Wasserfall einen Königssamen geben soll. Falls du nicht mehr weißt, wo du gerade bist, kannst du mit L die Karte. Ja, das kriege ich schon so hin. Ja, jetzt kriegen wir wieder. Jetzt kriegen wir wieder am Anfang einfach so einen Samen geschenkt, ne? Dass wir wissen, wie der aussieht in der Welt. Oder einfach, weil sie, weiß ich nicht, ein Dorf, so ein Gefühl einbauen wollten, dass man mit Menschen redet. Also mit Viechern. Wenn das hier unser Prinz ist, ich heiße ja in den Güldenfällen willkommen. Das war nicht für dich. Deine Aufgabe ist es, den höchsten Punkt des Wasserfalls zu erreichen. Können wir den Teil nicht einfach überspringen und den Königssamen gleich bekommen? Keineswegs, so sind die Regeln und die gelten auch für unseren Prinzen. Nur wer alle Herausforderungen meistert, darf den Königssamen sein eigen nennen. Wow. Okay, let's go. Die Welt geht zwar unter, aber wir müssen uns an Regeln halten. Alles klar. Logisch. Man kennt's. Ja, wir schaffen das schon nach oben. Ja, das kriege ich schon hin. So. Da haben wir doch direkt einen Laden. Dann können wir doch gleich mal Geld ausgeben. Ja, gibt das mal einen Wundersamen. Wunderbar. Und dann kaufen wir wieder, bis wir was kaufen, was wir schon haben. Gut. Das ging schnell. Okay, so, dann haben wir hier, brauchen wir 4 Stück. Da haben wir wieder so Rätsel. Das finde ich ganz cool. Ocella-Test ins Visier geraten. Okay. Hüpfer-Test, es darf gehüpft werden. Und das war's, die 2 Level sind's. Okay. Haben wir noch Zeit für ein Level? Ja. Dann würde ich auch sagen, machen wir das Hüpf-Level hier. Ich habe immer noch den Chat drin, ne? Ah, stopp. Nee, habe ich nicht. Alles gut. Man kann ja am Anfang des Levels wechseln. Ah, wenn die hüpfen, hüpfe ich auch. Also andersrum, wenn ich hüpfe, hüpfen die auch. Okay. Ja,
Aber wenn man das ordentlich berücksichtigt, sollte das ja kein Problem sein. Interessanterweise kommen die ja so aus dem Scheiße. Da hätte ich warten müssen. Kommen die aus dem Boden irgendwie raus. Und zwar scheinbar immer wie... LOL! Okay, da hat man einfach nur einen Block ausgelöst. Aber es war nicht mal für wichtige Münzen. Okay. Na dann. Bro! Das habe ich nicht gewusst. Das war frech. Das war frech. Aber die erste Münze habe ich jetzt wieder. Naja. Aber das war ja frech gerade. Oh shit, das war dumm. Das war jetzt nicht frech, das war einfach dumm von mir. Mea culpa. Oder nicht ungeduldig werden. Na! Okay, also da oben aus diesen Dingern kommen die auch gerne rausgeschossen. Da muss ich böse aufpassen. So, ab jetzt muss ich auf die Münzen wieder achten. Na, ich bin so dumm. Ah, sehr gut. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht ist da was, aber... Oh! Gib mir die. Nice. Scheiße. Okay. Was ist da drin? LOL! Der wäre super wichtig. Da vielleicht kommt da ein Leben oder so. Oh mein Gott, jetzt ist das ein riesiges Ding. Ich dachte halt, vielleicht kommt da so ein Leben oder so raus. Alles klar, Freunde. Jetzt übertreiben sie aber komplett. Alter, der zerstört einfach die komplette Welt. Nein, ich wollte noch durch. Scheiße. Ich kam nicht mehr durch. Okay, aber dann muss ich den ja auslösen. Das ist ja sick. Nein, ich... Och, Mann. Dann brauche ich den ja tatsächlich. Gucken wir jetzt erst auf alle Welt. Ja. Ja, moin. Da ist nämlich einfach der dritte Block. Die dritte Dings. Okay. Warte, da ist eine Röhre. Aber an die komme ich. Aber an die komme ich nicht ran. Okay. Ah, okay. Aber das mit der Röhre verstehe ich jetzt. Wait, wo kommt er denn jetzt her? Hä? Wo kam er denn jetzt her? Und wie komme ich jetzt in diese Blöcke-Dinger da rein? Die komme ich gar nicht rein, okay. Na gut. Wir gehen wieder nach oben. Okay. Da ist er. Jetzt sind die Dinger weggegangen. Aber muss ich jetzt noch mal runter? Ist halt kameratechnisch jetzt scheiße, da wieder runter zu gehen, ne?
Aber irgendwie fühlt es sich halt so an, wie wenn ich in diese Röhre rein will, könnte, müsste. Aber also es ist halt jetzt irgendwie komisch, da runter zu gehen, weil ich habe das Gefühl, ich krieg gleich aufs Maul. Okay, erstmal krieg ich ein Leben. Ach, guck mal jetzt hier. Da kann man wirklich rein. Ist das jetzt ein Secret Exit? Nee. Ist das jetzt der normale Exit und ich habe hier den Secret Exit gerade bei mir versaut? Mann, wie soll ich denn... Wieso hüpft denn der eine immer nicht? Hä? Von hier hüpfen sie beide und wenn ich das mal hier mache, nicht oder was? Ah, jetzt. Hä, aber dann ist oben der Secret Exit. Scheiße. Hätte ich hochgemacht. Ja, natürlich, weil ich nur mit dem Samen nach oben komme. Ah, fuck. Ah, fuck. Ja, dann muss ich eh beides... dann muss ich es ja eh zweimal spielen. Ah, verdammt. Ja, ich verstehe. Wenn ich den Samen nicht finde, dann ist das der normale Exit. Ja, okay, okay, okay. So viele Stacheln, doch so wenig Angst. Du bist sehr mutig. Fump. Was will er mit seinem Fump? Okay, wir machen noch kurz den Secret Exit und dann gehen wir raus. Also dann hören wir mit dem Part auf. Na gut. Aber das ist ein Level, da wird Ungeduld echt bestraft, ne? Also... Muss ich schon sehr aufpassen, dass meine Ungeduld mir nicht zum Nachteil wird. Vielleicht muss ich ihn nochmal holen. Das war natürlich super dumm. Das war natürlich super dumm, aber was soll's. Dafür wissen wir jetzt, wie es geht. Gut, und jetzt haben wir hier Secret Exit, oder wie sehe ich das? Hä? Okay, ich bin umsonst nochmal rein. Perfekt. Danke fürs Zuschauen. Ich dachte halt, es ist einfach der gleiche Exit. Ich hätte vielleicht erst gucken sollen, ob das Level abgehakt ist. Danke fürs Zuschauen und tschüss.